Ich lese das Solinger Tageblatt von Dienstag, den 31. Dezember 2019. Und auf Seite 4 heißt es: Trauer um Manfred Stolpe. Der Jurist und Christ war das Gesicht des Ostens und wegen Stasi-Kontakten umstritten. Die Bildunterschrift lautet: Manfred Stolpe in Klammern SPD. Langjähriger Ministerpräsident von Brandenburg starb im Alter von 83 Jahren. Und das Foto ist von Radio Berlin Brandenburg übernommen worden. Potsdam, Punkt. An Manfred Stolpe schieden sich die Geister. Im Land Brandenburg war der langjährige Ministerpräsident äußerst beliebt. Bundesweit wurde aber jahrelang eine Debatte um seine Kontakte zur DDR-Staatssicherheit geführt. Klar ist, Stolpe hatte als Kirchenfunktionär Kontakte mit der Stasi. Die Behörde führte ihn als inoffiziellen Mitarbeiter. Doch Verfahren der Potsdamer Staatsanwaltschaft wegen Falschaussage wurden eingestellt und die Leitung der evangelischen Kirche erklärte Mitte der 1990er Jahre, Stolpe sei ein, Zitat, Mann der Kirche und nicht der Stasi gewesen, Zitat Ende. 2005, er selbst sprach von später Genugtuung, entschied das Bundesverfassungsgericht, dass Stolpe nicht als Stasi-Mitarbeiter zu bezeichnen sei. Stolpe wurde 1936 bei Stettin geboren und studierte nach dem Abitur in Greifswald ab 1955 an der Uni Jena Rechtswissenschaft. 1959 wurde er Diplomjurist, trat als Referendar in die Dienste der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg und wirkte an der Gründung des Evangelischen Kirchenbundes in der DDR mit. Dabei galt er als Vordenker einer Kirchenpolitik, die sich als, Zitat, Kirche im Sozialismus, Zitat Ende, verstand. In den 1980er Jahren war er Konsistorialpräsident der Ostregion der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg. 1990 wurde Stolpe SPD-Mitglied, trat als Spitzenkandidat an und wurde im November von einer Ampelkoalition aus SPD, FDP und Bündnis 90 zum ersten Ministerpräsidenten des wieder neu gegründeten Landes Brandenburg gewählt. Einen Namen machte sich Stolpe dabei als Vertreter der Interessen Ostdeutschlands. Er forderte staatliche Programme zur Schaffung neuer Arbeitsplätze und eine Kurskorrektur bei der Treuhandanstalt, die Volkseigenbetriebe fit machen und privatisieren sollte. Zuletzt führte Stolpe eine rot-schwarze Regierung. Angesichts weiter hoher Arbeitslosigkeit wuchs der Druck auf Stolpe nach der Jahrtausendwende aber zunehmend. Die SPD regierte zunächst mit absoluter Mehrheit, zuletzt führte Stolpe dann eine rot-schwarze Regierung. Vorzeigeprojekte wie der Lausitzring, der Cargolifter oder die Schippfabrik in Frankfurt, in Klammern Oder, scheiterten oder liefen nicht wie erhofft.
Auch in der Koalition lief es nicht mehr rund. Im Bundesrat stimmte Stolpe 2002 beim Zuwanderungsgesetz mit Ja, sein Vize Jörg Schönbohm, CDU, aber mit Nein. Später kippte das Bundesverfassungsgericht die unterschiedliche Abstimmung als nicht zulässig. Das ist ein Klassiker. Überraschend erklärte Stolpe dann auf einem SPD-Parteitag in Wittenberg, in wenigen Tagen als Regierungschef zurücktreten zu wollen, um einen Generationswechsel zu ermöglichen. Ähnlich überraschend wurde Stolpe wenige Monate später im zweiten Kabinett von SPD-Kanzler Gerhard Schröder als, Zitat, Gesicht des Ostens, Zitat, Ende, Verkehrsminister. Er habe sich als, Zitat, Preuße in die Pflicht nehmen lassen, Zitat, Ende, sagte Stolpe später. Nach der vorgezogenen Bundestagswahl 2005 trat Stolpe dann von der politischen Bühne ab. Im Hintergrund kümmerte sich der Ruheständler verstärkt um den Erhalt historischer Baukultur. Im Januar 2012 zog Stolpe und seine Frau in ein Altersheim in Potsdam. Nach eigener Krebserkrankung warb das Ehepaar für Vorsorgeuntersuchungen. Der Ex-Regierungschef ging offen mit seiner Krankheit um. Meine Stimmung ist gut, meine Stimme ist aber schlecht. Zitat Ende. Meine Stimmung ist gut, meine Stimme ist aber schlecht, ist das Zitat, sagte er den Zeitungen Bild und BZ im Februar 2019. Er benutzte ein Sprachgerät und, Zitat, meine Mobilität ist stark eingeschränkt. Zitat Ende. So, jetzt gibt es Stimmen zum Toten. Zitate. Leidenschaftlich und geradlinig im Einsatz für seine Mitbürger prägte er die Politik unseres wiedervereinigten Deutschlands auf Landes- und Bundesebene entscheidend mit Angela Merkel, CDU, Bundeskanzlerin. Bescheiden in eigener Sache war er doch anspruchsvoll und fordernd, was den sozialen Ausgleich in unserem Land angeht. Zitat Ende. Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident. Sein Denken war das des versierten Juristen, sein Handeln das des preußischen Staatsdieners, sein Glaube ein christlicher, seine politische Haltung eine sozialdemokratische. Wolfgang Schäuble, CDU, Bundestagspräsident. Manfred Stolpe war ein großer Sozialdemokrat, aber vor allem war er ein großartiger Mensch. Gerhard Schröder, SPD, Altbundeskanzler. Tschüss.